Da hat mich Heinzinger dem Landeshauptmann vorgestellt. Ich war natürlich nervös. Damals war das ja doch noch anders. Ein Landeshauptmann war weit entfernt von so einem jungen Burschen. Und ich werde nie vergessen, er hat mir gesagt, ja, ich habe schon gehört von dir. Schau den Leuten in die Augen, wenn du mit ihnen redest. Schau ihnen aufs Maul, aber red ihnen nicht nach dem Mund und vergiss auf die kleinen Leute nicht. Das werde ich, solange ich denken kann, natürlich in Erinnerung haben. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Am 28. November 2021 jährt sich der Todestag von Landeshauptmann Josef Greiner I., dem Lerchenen Stipfel, der wie kaum ein zweiter die Steiermark nach dem Krieg geprägt hat, zum 50. Mal. Aus diesem Anlass lassen wir in dieser Stimmrecht-Spezialausgabe 5 schillernde Persönlichkeiten der weiß-grünen Politik zu Wort kommen, die mit ihm engen beruflichen Kontakt hatten. Ruth Feldgrill-Zankl, Kurt Jungwirth, Gerold Ortner, Franz Hasiba und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer erzählen, wie sie den sogenannten alten Greiner erlebt und in Erinnerung behalten haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einer Sonderausgabe anlässlich des 50. Todestages von Josef Greiner Senior, jenem legendären Landeshauptmann, der dieses Land wohl nachhaltig geprägt hat. Wir werden im Zuge dessen mit einigen seiner Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sprechen und die werden uns einiges erzählen, einerseits über Josef Greiner Senior selbst, über seine Wirkung im Land und auf das Land und auch über die persönlichen Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. Ich freue mich, Diplomkauffrau Ruth Feldgrill-Zankl bei uns begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und gleich ein Widerspruch vorweg. Ich bin noch immer, trotz all meiner einschlägigen Bemühungen, ein Diplomkaufmann. Denn nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, ist der Titel abgeschafft worden. Das heißt, es gibt keine weibliche Form davon. Ich bin eine Frau Diplomkaufmann, sofern man auf Titel Wert legt. Aber nicht Diplomkauffrau. Gut, Frau Diplomkaufmann, herzlich willkommen und danke, dass Sie heute bei uns sind. Ruth Feldgrill-Zankl ist Ihnen allen bekannt als ehemalige Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie, als Grazer Stadträtin, als Bürgermeister-Stellvertreterin. Mhm. Sie haben aber begonnen als Journalistin für die damalige Südost-Tagespost, die Parteizeitung der Steirischen Volkspartei. Und im Zuge dessen haben Sie Josef Greiner Senior ja schon kennengelernt. Also erstens darf man mal nicht vergessen, es war eine ganz andere Zeit. Und der Landeshauptmann war einfach aufgrund des Respekts, den man sowohl dem Amt als auch der Person entgegengebracht hat, relativ weit weg. Er hat für meine Begriffe immer wieder verstanden, diesen natürlichen Abstand einfach durch die persönliche Begegnung nicht wegzuwischen. Der Respekt ist immer geblieben. Aber es hat keine Berührungsängste gegeben. Josef Greiner Senior ist aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen. Dann haben Sie ihn in Israel bei einem quasi Staatsbesuch erlebt. Wie international war er denn? Hat man das gemerkt, dass er eigentlich aus ganz anderem Milieu stammt, als er dann dort repräsentiert hat? Ich war noch Mitarbeiterin der Tagespost, als die englische Königin die Steiermark besucht hat. Und ich werde nie vergessen, wir hatten natürlich einen Luxusplatz zum Zuschauen.
wir saßen auf den Fensterbänken der Tagespost und haben geschaut, wie durch die Herrengasse der ganze Konvoi, der offene Wagen mit der englischen Königin in Begleitung des Herrn Landeshauptmannes, der natürlich dabei war, da durchgefahren ist. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auch dabei sein durfte dann bei dem Empfang in Eggenberg, wo nach meinem Eindruck er ohne jeglichen falschen Dünkel in seiner ganzen Authentizität einfach die Königin dort empfangen hat und die Königin souverän genug war, ihr gegenüber genauso authentisch sozusagen anzunehmen, wie er sich ihr präsentiert hat, war meine Erinnerung. Sie sind dann, als Sie bei der Tagespost aufgehört haben, direkt zur ÖVP gewechselt und waren hier Pressereferentin der ÖVP-Landesparteileitung, so hat es, glaube ich, damals offiziell geheißen, vom Jahr 1970 bis 1974. Wie war das damals, hier zu arbeiten? Wie eng war der Kontakt mit dem damaligen Landeshauptmann? Der Herr Landeshauptmann bitte saß in der Regel in der Burg. Wenn er am Karmeliterplatz war, also wo er sein Obmannzimmer hatte, das für uns sakrosankt war, das wurde nicht betreten, wenn der Landeshauptmann nicht da war. Und wenn er da war, erst recht nicht, weil dann hat es irgendwelche wichtigen Sitzungen gegeben, die nicht für uns und unsere Ohren bestimmt waren. Und an das haben wir uns natürlich gehalten. Als die Nachricht kam, dass er gestorben ist auf der Jagd in Allerheiligen, es war an einem Sonntag, war ich bei meiner Familie in der Obersteiermark, in Tördl, als ich das gehört habe. Und in meinem Schock einfach über die Unfassbarkeit, ich habe mir das einfach nicht vorstellen können. Jedenfalls habe ich mich dann in mein Auto gesetzt, bin nach Graz gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir dabei vorgestellt habe, weil über das Radio kamen nur die Nachrichten, dass der Landeshauptmann gestorben ist. Bin nach Graz gefahren, bin dann auf den Karmeliterplatz gefahren, der mir ja vertraut war, doch, weil ich da gearbeitet habe, und war entsetzt darüber, dass kein Licht gebrannt hat, es war niemand da. Und ich habe mir gedacht, das kann ja bitte nicht sein, dass der Landeshauptmann stirbt und am Karmeliterplatz brennt kein Licht, und bin heraufgegangen, habe mich ins Vorzimmer hingesetzt, wie sich das gehört, und habe alle Lichter aufgedreht. Sie sind da gesessen am Karmeliterplatz 6 mit dem Wissen, der Landeshauptmann ist tot. Was ist dann weiter passiert? Ihre Aufgabe war es ja eigentlich, oder wäre es gewesen, das zu kommunizieren, oder war das damals nicht so? Oder können Sie sich noch erinnern, wie das dann weitergegangen ist, als Sie da am Sonntag, am späten Nachmittag, frühen Abend hier ganz allein gesessen sind? Es war so eine Überraschung, und außerdem war die Medienlandschaft damals noch nicht so, dass in der Sekunde Presseaussendungen, Kommunikation, Twitter etc. hat es Gott sei Dank alles noch nicht gegeben. Also ich glaube, es hat auch niemand erwartet, dass die Landesparteileitung der ÖVP eine Mitteilung hinausgibt, dass lag ganz sicher in der Burg und sicher in den Händen auch. Man darf ja nicht vergessen, was für ein Schock das für alle war, in den Händen der Familie. Sie waren Mitte 20, als Sie Josef Greiner Senior kennengelernt haben, haben ihn dann ein halbes Jahrzehnt ungefähr begleitet, so plus minus. Wie sehr hat er Sie geprägt? Was hat Josef Greiner Senior auf Sie persönlich für einen Einfluss gehabt? Was hat er politisch und beruflich für Sie bedeutet? Ich glaube, ich wäre nie, ich möchte fast sagen, selber auf die Idee gekommen, selber in die Politik zu gehen. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Mein erster Mann und dann mein Mann nachher war ja selber Politiker, aber ich habe meine Rolle da ehrlich gestanden nicht in der Politik gesehen. Ich habe gerne geschrieben, ich habe das sehr gerne auch mitgestaltet, aber selber da was war, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass der alte Landeshauptmann Greiner mich einmal gefragt hat, ob ich nicht die Frauenbewegung übernehmen möchte, der Steirischen Volkspartei. Ich habe damals gesagt, nein, also eigentlich, das nicht. Ich habe einfach nicht an sowas gedacht. Ich bin wirklich da erst langsam hineingewachsen, aber zweifellos das Interesse an der Politik und das Interesse, etwas selber mitgestalten zu wollen und zum Teil eben auch da
Dinge oder Sichtweisen einzubringen, die andere halt damals nicht eingebracht haben, weil ich kann mich erinnern, in der damaligen ÖVP, ich hatte nur zwei Frauen in Erinnerung. Das eine war die Johanna Jamnek, die ja dann auch eine meiner Vorgängerinnen in der Stadtpolitik war, und die Edda Egger. Es war damals die Politik eine sehr durchgehend männlich geprägte Angelegenheit. Professor Kurt Jungwirth, der langjährige Kulturlandesrat der Steiermark. Sie waren Kulturreferent des Landes mit einem Landeshauptmann, der aus einfachsten Verhältnissen kam. Der alte Kreiner, wie es so schön heißt, war Holzknecht. Was hatte denn der für einen Bezug zur Hochkultur? Er war ein Mann aus dem Volk, ja, bäuerlicher Herkunft, wie man weiß. War also in der Volkskultur ganz zu Hause, natürlich. Das war auch seine Welt mit ihren Festen und Aufführungen. Zur Hochkultur hat er Respekt gehabt. Ja. Das war nicht seine Welt, aber er hat gewusst. Er war ja ein Mensch von einer unglaublichen Intuition. Das ist auch etwas, auch ein wichtiger Bereich. Und das hat er ganz offen auch ausgedrückt. Ich kann mich erinnern an eine Eröffnung im Künstlerhaus, schon eine moderne. Da war ich schon Kulturreferent, ja. Da hat es ja diese Plakate gegeben vom Neubacher. Das war ein großer Plakatkünstler. Da waren vier Köpfe drauf, mit Seilen, mit Pfeilen. Da wurden nur gezeichnet, also keine schönen Köpfe, auch nicht hässlich, aber halt nur gezeichnet. Aber mit Pfeilen, Augen, Ohren, Mund, Kopf. Schauen, hören, sprechen, denken. Das war sein Programm, sozusagen. Aber gefallen hat ihm das nicht, hat er den Kopf nicht. Das hat er gesagt, bei der Eröffnung. Ich weiß schon, was das heißt. Gefallen tut es mir nicht. Wir haben schönere Köpfe in der Steiermark. Das ist ihm abgenommen worden. Das ist in die Zeitung gekommen. Das war gut gemacht. Nicht? Und er hat natürlich hohe Ehrungen gehabt. Er hat auch die Wissenschaft. Nicht? Also mit den Universitätsprofessoren hat er genauso geredet wie mit einem Hilfsarbeiter. Und ich kann mich erinnern, wie er in der Aula der Universität gesessen ist, vor einem großen Publikum. Da ist er Ehrensenator geworden von der Karl-Franzens-Universität. Ja. Das war für ihn schon eine Prüfung, dort oben zu sitzen, da in der feierlichen Runde, und dann noch sprechen zu müssen. Ne? Und er hat gut gesprochen, er hat natürlich Dialekt reden können mit seinen Leuten, aber er hat natürlich auch die Hochsprache beherrscht, dort wo das notwendig war. Also diesen Spagat hat er gefunden. Wie war er als Chef zu Ihnen? Weil grundsätzlich Landeshauptmann, Landesrat war ein Verhältnis Chef zu Angestellten, wie man es jetzt bezeichnen möchte. Wie war dieses Verhältnis? Väterlicher Freund. Nicht? Er hat ja manchmal mal gesagt, ja, ich höre euch schon zu, im Club. Da ist viel pro und dagegen geredet worden, frei weg, ja, ich höre euch schon zu. Aber einer schafft an. Das war ein Spruch bei ihm. Und so war es. Und das war die Verbindung auch für mich. Denn am Anfang war es ja gar nicht so einfach. Habe ich ihm telefonisch durchgehen lassen. Ich konnte dich nicht erreichen und das war schwierig. Und ich fühle mich da ein bisschen isoliert. Dann hat er mir geantwortet, schriftlich. Also um der Isolation Genüge zu tun, da ist meine persönliche Telefonnummer. Dann habe ich halt immer gleich persönlich angegriffen. Sie haben mit Kreiner Senior gearbeitet, relativ kurz. Sie waren dann der Stellvertreter von Kreiner Junior, relativ lang. Ja. Wo ist denn der große Unterschied zwischen dem Vater Kreiner und dem Sohn Kreiner gewesen, Ihrer Erfahrung nach? Die Probleme für den jungen Kreiner waren schon etwas anders gelagert, aber ansonsten sehr ähnlich. Da fällt mir nur was ein beim alten Kreiner. Ich war erst, ich weiß nicht, drei Wochen vielleicht in der Landesregierung. Da war ein Empfang in der Burg für irgendwelche Mitarbeiter, oder viel Leute. Stehempfang war das immer, damit man viel miteinander redet. Das war natürlich gut. Ja. Und da steht der alte Kreiner mit einem Mann, den ich noch nicht kannte, zusammen. Und ich komme so auf sie zu und der Kreiner sagt noch, ja, servus, wie geht's da? Und
alles in Ordnung, ja. Und dem Partner sagt er danach aber, alles Gute und bis zum nächsten Mal, grüß dich. Der geht weg. Und der alte Kleine sagt zu mir, wer war denn das? Das hat es auch gegeben, nicht? Das war es auch gegeben. Also trotz aller Kenntnisse, aber das so zu spielen, das habe ich gleich gelernt. Weil mir ist ja so gekommen, wie kann man manches wohl nicht. Gibt es die eine oder andere Anekdote, an die Sie sich erinnern können, mit Josef Greiner, dem Älteren? Es hat ja den Landtagsclub gegeben von der ÖVP und von Zeit zu Zeit eine Clubreise. Und das waren zum manches Mal also größere Distanzen, bis nach Norwegen hinauf, nicht? Oder nach Paris hinüber, eine mehrere Tage, eine Woche, mehr oder weniger eine Woche. Da waren also Frauen auch eingeladen, ja. Also, und meine Frau, habe ich da auch mitgenommen, meine Frau ist Französin und hat die steirische Sprache noch nicht beherrscht, ja, weil ich habe mit ihr immer nur Französisch gehört. Bei uns zu Hause war es ja so, die Kinder dann, der Christian und der Michael sind ja aufgewachsen, wir waren ja dreisprachig, weil meine Frau hat mit den Kindern Französisch geredet, ich mit ihr auch. Ich mit den Kindern Deutsch und die Kinder untereinander haben Steirisch geredet, also dreifach waren wir. Und auf das ist ja immer wieder zu reden gekommen, wie machst denn du das mit deiner Frau? Ja, ich sage, ja, geht ja ganz einfach. Oder mit ihr, weil sie kann sich keine Namen merken. Die vielen Namen und die Abgeordneten und so weiter. Ja, wie machst du denn das? Ja, hat sie gesagt, zu einer Frau, ich sage Frau Doktor, und zum Mann, ich sage Herr Hofrat. Stimmt fast immer. Was ist das Charakteristische, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wenn Sie jemanden Josef Greiner Senior präsentieren müssten? Was würden Sie über ihn sagen? Aber ein Vollblutpolitiker, ein Urgestein, wie man sagt, ein steirisches Urgestein, der seine Heimat immer wiederum zitiert und geliebt hat, der einen unglaublichen politischen Spürsinn gehabt hat, der nicht böse sein konnte, hat man den Eindruck gehabt, auch nicht dem Gegner. Das habe ich nachher über ihn einmal geschrieben, ja, also er will etwas leisten, er will für andere Menschen da sein und darüber will er reden mit Freund, er hat nicht gesagt mit Freund und Feind, sondern mit Freund und Partner, mit Jung und Alt. Und wenn es eine Diskussion gegeben hat, da war schon eine harte Diskussion natürlich auch, dann nicht nur im Landtag, es ging ja hier und da um schwierige Probleme natürlich. Ja. Da habe ich gesagt, ja, da ist halt gestritten worden, manchmal hat es Tage oder Wochen auch gedauert, aber wenn es dann aus war, dann war es erledigt. Er war nicht nachtragend. Er war nicht nachtragend. Und das ist viel wert, gerade in der Politik. Nicht? Weil nicht immer kommt man durch. Hier und da verliert man irgendwas. Nicht? Und dann nachtragend zu sein, da ist man ja gehemmt. Diese Hemmungen hat er ja nicht gehabt. Und in der Beziehung war er ein offener, großartiger Mensch und Mann. Einer, der ganz viel über Landeshauptmann Josef Greiner den Ersten zu erzählen hat, ist Hofrat Gerold Ordner. Gerold Ordner war Sekretär von zwei steirischen Landeshauptmännern, eben von Landeshauptmann Josef Greiner dem Ersten ab dem Jahr 1963 und dann auch von Landeshauptmann Friedrich Niederl, dort waren sie auch Büroleiter. Sie sind mit 27 Jahren, ohne dass das, glaube ich, geplant war, fast über Nacht Sekretär von Josef Greiner dem Ersten geworden. Wie nahe sind Sie Josef Greiner dem Ersten im Zuge Ihrer beruflichen Tätigkeit gekommen? Ja, zwangsläufig sind wir sehr nahe zu ihm gekommen. Ich bin im Zimmer neben ihm gesessen. Wir waren oft tagelang unterwegs. Schlafen habe ich auch beim ganz alten Greiner gelernt. Der ganz alte Greiner ist um 8:30 ins Büro gekommen. Zum Mittag hat er sich kurz niedergelegt, wenn er im Büro war. Und abends ist er erst um 10 oder 11 oder 12 nach Hause gegangen.
Und er hat gefragt, was macht es immer da? Ich habe gesagt, nein, Herr Landers, wenn Sie da sind, bleiben Sie Sekretäre da. Er hat damals gelesen, seinen Bildungsdrang und so ausländischen Zeitungen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel Frankfurter und so weiter. Das war der ungeheure Bildungsdrang von ihm. Er ist in eine dreiklassige Volksschule in Koblenz gegangen. Erste und zweite Klasse war gemeinsam, die dritte und vierte und dann die sogenannte Oberstufe dabei. Und sein Bildungsdrang war wirklich für uns wahnsinnig wichtig. Kleiner Zwei hat eine intellektuelle Ausbildung gehabt mit Studien in Italien, mit Studien in Amerika und so weiter. Wie gesagt, der ganz alte Kleiner hat sich selbst gebildet. Zuerst war er nur Landarbeiter und dann auch Forstarbeiter. Und dann hat er diese Forstarbeiterbewegung aufgebaut und später der hauptamtliche Sekretär geworden. Wie war der alte Kreiner als Chef? Als Chef war er sehr nett, er konnte aber auch sehr lautstark sein. Wenn etwas nicht gepasst hat, hat er nicht zu schreien begonnen. Legendär waren ja auch seine Sprechtage in Gasselsdorf, wo er sein Ziegelwerk hatte. Ja. Das war meistens am Montag, glaube ich. Am Sonntag ist er in Kleinstädten gesessen und Korben gespielt. Am Montag gab es dann diese Sprechtage. Was ist Ihnen denn da in Erinnerung geblieben? Er ist in sein Zimmer gesessen. Die Sekretäre haben ein eigenes Zimmer gehabt. Oft sind 80 bis 100 Leute draußen gestanden. Auf den alten Zigarettenschachteln hat er seine Notizen gemacht dabei. Später hat er beim Heimfahren diese Zigarettenschachtel übergeben. Weder er noch wir konnten das lesen. Wir haben es furchtbar schwer getan mit ihm. Und dieses Gasselsdorf war wirklich der Mittelpunkt seines Lebens. Wie gesagt, am Sonntagnachmittag ist nach Kleinstädten gefahren, zum Grashof Brand. Der Tisch, den kann man nicht immer Grashof sehen, ich war kürzlich einmal unten. Und da hat er Karten gespielt und die Leute gefragt, welche Anliegen sie haben. Und am nächsten Tag haben wir das zu hören bekommen, was im Land nicht funktioniert. Es gibt auch die eine oder andere Anekdote vom alten Kreiner als Autofahrer. Er ist oft persönlich gefahren. Kreiner war ein Supermann in allen Bereichen. Ein Autofahrer war er keiner. Wir haben die Nahkampfspange dann bekommen. Beim Heimfahren hat er den Opel Admiral selbst gelenkt. Ein Straßenherr hat einmal seinen Schubkarren in die Straße geschoben bekommen. Und das Burgtor ist auch nicht ganz unversehrt davon gekommen. Er war alles Gute, nur Autofahrer war er keiner. Mein Buch, das ich später geschrieben habe, hat den Titel Herr Landeshauptmann, haben Sie keine Frau für mich. Der Titel Herr Landeshauptmann, haben Sie keine Frau für mich, ist Programm. Erzählen Sie, wie es dazu gekommen ist. Zum Titel ist es gekommen, weil einer der Wahlfahrer nach Gasselsdorf, ein junger Bauer, beim alten Landeshauptmann drinnen war und seine Sorgen geschildert hat. Er hat gesagt, er hat eine schöne Wirtschaft, die er aufgebaut hat, nur er findet wirklich keine Frau. Bayern war damals sehr schwer, sie musste schwer arbeiten. Aber dem jungen Bauern konnte Kreiner eins wirklich nicht helfen. Es ist, glaube ich, auch so gewesen, dass der Landeshauptmann ja sehr oft gefragt wurde, Taufpate oder Trauzeuge zu sein. Da muss es ja Dutzende oder Hunderte Anfragen gegeben haben. Wie hat er denn darauf reagiert? Zu Pfingsten hat er oft 10 bis 12 Kinder aus armen Familien ausgewählt und hat sie dann in den Dom geführt zum damaligen Bischof Pawlowski, der sie dann gefirmt hat. Sie haben natürlich, wurden neu eingekleidet in Steirergewand und haben auch Geschenke bekommen. Das war damals was ganz was Besonderes. Es gibt auch die Anekdote, dass er einen jungen Mann, einen 68er, der dann in der ÖVP durchaus eine tragende Rolle gespielt hat, aus dem Gefängnis befreit hat, oder? Ja, das stimmt. In den 68er Jahren waren Demonstrationen von Studenten keine bösartigen, aber ein späterer, sehr prominenter Politiker hat sich damals vor die Straßenbahn gesetzt und die Straßenbahn behindert. Er ist damals von der Polizei verhaftet worden, ist sogar ins Gefängnis gekommen, was heute unmöglich wäre. Und der alte Kreiner hat damals zu uns gesagt, so junge Leute, die kann man nicht einsperren. Hat einen Kollegen Spandl, dessen Bruder Richter am Landesstrafgericht war, hinuntergeschickt. Und der spätere Politiker ist freigekommen. Jetzt sollte man noch sagen, wer dieser junge Mann damals war.
Das war mein späterer Freund Strobel, der Kulturreferent, der für Graz wahnsinnig viel gemacht hat und neben dem Bürgermeister Stingl Graz zur Kulturhauptstadt gemacht hat. Der überraschende Tod von Josef Kreiner I. am 28. November 1971 hat Ratlosigkeit, Trauer und tiefe Bestürzung ausgelöst. Es gibt ja die Überlieferung, dass man in seiner Brieftasche einen Zettel gefunden hat, der als Vermächtnis gesehen werden könnte. Was wissen Sie darüber? Das stimmt mit dem Zettel. Mit Niederl kann man die Steiermark halten, was dann auch tatsächlich eingetreten ist. Sie haben für beide legendären Landeshauptleute gearbeitet, sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet. Was war denn der große Unterschied zwischen Josef Kreiner dem I. und Friedrich Niederl? Ein Unterschied war zum Beispiel, jetzt ein kleiner Schmankerl, wenn man dem Kreiner I. was vorgetragen hat, hat man ihm nichts zu lesen gegeben. Er hat gesagt, lest uns mal das vor, in kurzer Form, das genügt mir. Niederl hat immer nach dem Papier gegriffen und selbst gelesen. Und Unterschied war auch, in der Früh konnte man Niederl nicht übertreffen. Niederl ist um 6:30, um 6:45 ins Büro gekommen und dafür früher heimgegangen. Alte Kreiner war gegenteilig. Ich habe schon früher gesagt, oft ist er bis Mitternacht im Büro geblieben. Wie sehr hat Josef Kreiner der I. Sie persönlich beeinflusst? Ich habe nicht immer an das gedacht, was Kreiner I. gesagt hat. Auf die kleinen Leute schauen. Jeder konnte zu ihm kommen, auch jeder Bettler. Wir haben jedem ein paar Schillinge gegeben damals. Und dann das Zweite ist, dem Volk aufs Maul schauen. Und wie gesagt, dem Volk auf das Maul geschaut, hat er wirklich. Wenn Sie jetzt zurückschauen und diese lange, lange Regierungsperiode von Josef Kreiner dem I. so ein bisschen in Revue passieren lassen, was ist denn das Entscheidende oder was sind entscheidende Punkte, die Josef Kreiner der I. der Steiermark hinterlassen hat? Er hat dem Grenzland sehr geholfen. Das war ganz wichtig. Sie müssen bedenken, im Jahre 1945 war das Grenzland ja von Tito-Truppen und auch von Bulgaren besetzt. Tito wollte unbedingt, dass das Grenzland nach Jugoslawien kommt. Die Leute sind von unten abgewandert in die andere Steiermark. Sie hatten keine Zukunft. Alle haben befürchtet, dass die Südsteiermark bald zu Jugoslawien kommt. Und wenn man heute besonders im Herbst hinunterschaut, volle Straßen, Kastanien, Sturm und so weiter, ein blühendes Land und der steirische Wein ist auch weltbekannt. Gibt es das eine oder andere persönliche Erlebnis, das Sie mit Josef Kreiner dem I. hatten oder das Sie sich gerne zurückerinnern? Kreiner hat mit Absicht ein amerikanisches Auto gehabt, wie man Chevy dazu gesagt. Das Auto hat furchtbar gehutscht. Kreiner hat es aber genommen, weil es hinten sehr breit war. Weil er von früh bis zum Mittag unterwegs war, hat er sich zum Mittag nach dem Mittagessen eine Stunde hingelegt auf seinen Polster und hat geschlafen und hat auch zu uns gesagt, wir haben auch zwei Sekretäre mit dabei auf den Vordersitzen, hat sich gesagt, jetzt schlaf mal eine Stunde und dann reden wir weiter. Kreiner hat eine Stunde Schlaf gebracht und in einem Wahlkampf hat er sein eigenes Auto zugelegt, einen Lieferwagen. In den Lieferwagen hat er sich ein Feldbett hineinstellen lassen und einen Schreibtisch. Und nach dem Mittagessen hat er sich hineinbegeben und auch niedergelegt. Er hat geglaubt, er hat vollkommen neue Ruhe. In Wirklichkeit wurde dieses Auto, es war ein weißes Auto, wie wenn man Milchauto zu ihm gesagt. In Wirklichkeit hat er das einmal gehört und hat dann gesagt, was sagt ihr für ein Milchauto? Wir haben gesagt, der Milch ist ein gutes Getränk. Und dann, als das Auto gebracht wurde vor dem Gasthaus, hat er geglaubt, er findet dort seine Mittagsruhe. Es war anders. Alle Dorfkinder sind rund um dieses Milchauto gezogen und keiner konnte nicht schlafen. Diplom-Ingenieur Franz Hasibar, ein langjähriger Weggefährte des alten Kreiner. Sie waren zuerst Bürgermeister-Stellvertreter in Graz, dann zwischen 1983 und 1985 Bürgermeister der Landeshauptstadt. Sie waren danach Landesrat, Sie waren Landeshauptmann-Stellvertreter von Josef Kreiner dem Jüngeren und Sie waren schließlich erster Landtagspräsident. Sie haben also etliche hochrangige politische Ämter
in diesem Land bekleidet. Die politische Laufbahn war Ihnen aber nicht in die Wiege gelegt, oder? Sie sind erst relativ spät zur Politik gekommen. Das stimmt. Ich war zu einem gewissen Grad eine Art Quereinsteiger, aber ich habe dann die von Ihnen genannten Funktionen ausgeübt. Gott sei Dank nicht alle parallel, sonst wäre ich ein übler Ämterkumulierer gewesen, sondern hintereinander. Zum Teil hat sich das natürlich ein bisschen überschnitten. Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen an Josef Greiner, den Ersten? Er war ein sehr sorgfältiger Landeshauptmann in Bezug auf Finanzen. Er hat das ihm anvertraute Geld der Steuerzahler wirklich sehr sparsam verwaltet. Dazu war es allerdings notwendig, dass er mit dem Landesfinanzreferenten sich abgestimmt hat. Und das war in der Steiermark jahrzehntelang der Obmann der Sozialdemokratischen Partei. Und so hat Greiner als ÖVP-Landeshauptmann mit dem SPÖ-Landesfinanzreferenten die Gelder des Landes verwaltet und auch ausgeben können. Wissen Sie noch, wie es war, als Sie Greiner das erste Mal begegnet sind? Wie alt waren Sie da und was war das für eine Situation? Ich kann mich nicht genau erinnern, weil ich also ein Mittelschüler war, aber ich war mit seinen Söhnen gut bekannt. Meine wirklich entscheidende Erinnerung an Josef Greiner hat im November 1964 stattgefunden am Fritz-Pregel-Weg in seiner Wohnung, denn da war eine Besprechung, ob ich beim Landtagswahlkampf für die Landtagswahl 1965 mitarbeiten soll. Das war meine erste Begegnung. Es haben damals nur 4 oder 5 Personen daran teilgenommen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Sie sind ja später dann Mitarbeiter von Josef Greiner, dem Älteren, geworden. Wie war dieses Chef-Angestellten- bzw. Mitarbeiterverhältnis zwischen Ihnen beiden? Der Landeshauptmann war insgesamt ein interessanter Chef, weil er durchaus kollegial und auch sehr diskussionslustig, um nicht zu sagen streitlustig war. Aber dabei ist immer eine gewisse notwendige Distanz zwischen Chef und Mitarbeiter aufrecht geblieben. Sie haben auch den Landtagswahlkampf 1970 begleitet, beziehungsweise sehr intensiv begleitet. Ich war Mitarbeiter beim Landtagswahlkampf für die vorletzte Greinerwahl 1965 und ich war Wahlkampfleiter als Landesparteisekretär bei seinem letzten Wahlkampf 1970. Dieser Wahlkampf 1970 war ja ganz auf die Person Josef Greiner den Ersten zugeschnitten. Können Sie sich da noch erinnern, was das im Vorfeld bedeutet hat? Greiner war eine Art überparteilicher ÖVP-Landeshauptmann. Das ist vielleicht ein Paradoxon, aber es war so. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass Greiner nicht nur die Stammwählerschaft der ÖVP, also aus dem Bauernbund, Wirtschaftsbund und aus dem ÖAAB, angesprochen hat, sondern dass bei Wahlen Leute, es sollen bis zu 30.000 bei einer Wahl gewesen sein, sich entschlossen haben, diesmal den Greiner zu wählen, obwohl sie keine ÖVPler sind. Entweder waren sie von einer anderen Partei oder überhaupt bei keiner Partei. Und so ist der Ausdruck, das ist ein Greiner-Wähler entstanden. Das ist auch daraus ersichtlich, dass er ohne weiteres in der Lage war, Quereinsteiger zu engagieren. Das wissen die wenigsten Leute. Einer der berühmtesten Quereinsteiger war der spätere Landtagspräsident Professor Hans Korin. Ebenso den Nachfolger des Korin, Professor Kurt Jungwirth. Und auch etwa den für die Heimatvertriebenen sehr bekannten ORF-Menschen Dr. Otto Hoffmann-Wellenhof, um nur einige zu nennen. Josef Greiner war fast 30 Jahre älter als Sie. Was hat Sie denn an ihm besonders fasziniert? Zuerst das Land, dann die Partei oder Quereinsteiger, den Mut, immer etwas Neues zu probieren. Mich hat sein Lebenslauf auch sehr beeindruckt, denn er war ein außereheliches Kind aus kleinsten Verhältnissen.
Er hat sich bis zum Jahr 38 dann ziemlich weit hinaufgearbeitet. So war er unter anderem, was heute die wenigsten Leute wissen und was jetzt besonders interessant ist, er war Vizebürgermeister der Landeshauptstadt Graz eine Zeit lang. Und er ist dann im Jahre 38 vollkommen abgestürzt und war auch, glaube ich, wehrunwürdig, hat dieser Ausdruck geheißen. Und war ja auch zum Kriegsende gefährdet und ist da deshalb in die Sobot hinaufgeflüchtet, woher der Name vom damaligen Verband der Unabhängigen, VDU genannt, die Vorgängerpartei der Freiheitlichen. Da haben die versucht, unter den Heimkehrern das Gerücht zu verbreiten. Was wollt ihr den Greiner wählen? Der hat ja nicht an der Front gekämpft. Das ist der Partisanenseppel, haben manche gesagt. Er ist dann nach dem Krieg wieder in die Politik eingestiegen, zuerst als Landesrat und ist dann eben 1948 Landeshauptmann geworden und hat mit einer sehr bescheidenen schulischen Ausbildung, er hat zum Beispiel nur, soviel ich mich erinnere, Kurrent geschrieben, reden können mit dem einfachsten Hilfsarbeiter, genauso gut wie mit dem Rektor oder höchsten Universitätsprofessor. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe von Ihnen einmal gelesen, Zitat, Widerspruch war nicht nur geduldet, er war von ihm als Zeichen des Mitdenkens gewünscht. Wie darf man sich denn das in der Praxis vorstellen? Er hat die vielen, die es immer wieder gegeben hat, vor allem der Obrigkeit gegenüber, die vielen Ja-Sager eigentlich nicht geschätzt. Er hat zum Beispiel auch, wenn im Landtagsclub ein Abgeordneter gesagt hat, Herr Landeshauptmann, ich bin ja deiner Meinung, aber die Leute draußen reden anders. Dann hat er einmal gesagt, sei einmal ehrlich, lieber Freund, du sollst dich nicht auf die Leute draußen ausreden, du sollst mir sagen, was du denkst. Und das hat mir sehr imponiert. Anlässlich seines 40. Todestages haben Sie im Politikum einen Beitrag geschrieben und da haben Sie geschrieben, für mich ist er der bedeutendste Landeshauptmann der Zweiten Republik gewesen. Zwei Fragen, gilt das heute auch noch und falls das heute auch noch gilt, warum? Das stimmt heute nach meiner Meinung nach genauso wie damals, obwohl er nicht das höchste Wahlergebnis für die ÖVP eingefahren hat. Das ist interessant, aber für mich ist er das als Persönlichkeit und das ist das Gesamtbild des Josef Greiner, das mich zu dieser Äußerung veranlasst hat. Wir sitzen jetzt am Karmeliterplatz und Sie sind, als Sie hereingekommen sind in das Zimmer, durch einen Raum durchgegangen, wo Ihnen etwas eingefallen ist, was mit dem alten Greiner in sehr, sehr, sehr schmerzhafter und enger Verbindung steht. Erzählen Sie uns ein bisschen, was das war. Nach den ganzen Bezirksparteitagen für die Kandidatenaufstellung fand natürlich dann eine Parteipräsidiumssitzung in diesem Zimmer statt. Das Parteipräsidium hat damals nur aus 14 Personen bestanden, also war relativ klein. Und dort ist der ungeheuer wichtige Vorgang eben durchgeführt worden, die Reihung der Kandidaten. Und das hat natürlich in Wirklichkeit je nach Ausgang der Wahl entschieden, ob jemand in den Landtag kam oder nicht, oder ob er neu kommt, oder ob einer, der schon lange drinnen ist, nicht mehr kommt. Also das waren schon sehr bedeutende Entscheidungen, die daher zu treffen waren. Der Landeshauptmann, ich durfte neben ihm sitzen, weil ich ihm, nicht weil ich so wichtig war, sondern weil ich ihm die Unterlagen bereithalten musste und konnte. Der hat dann so gewippt und auf einmal hat er auch den Schrank, der hinter ihm war, ein bisschen zum Wippen gebracht und dort ist auf dem Schrank oben eine, glaube ich, grüne, pseudo-chinesische Vase gestanden. Den wirklichen Wert kann ich nicht beurteilen. Und die ist ihm auf den Kopf gefallen. Haare hat er nicht allzu viele gehabt und so war eine doch beachtliche Wunde, die natürlich heftig zu bluten begonnen hat. Er hat dann die Sitzung unterbrochen, ist in das Landeskrankenhaus gefahren. Ich glaube, es war der inzwischen natürlich auch längst verstorbene Professor Dr. Wolfgang Köhle, der ihn dort genäht hat. Wir haben ihn angerufen, der hat ihn genäht. Und er hat gesagt, und die Sitzung findet ihre Fortsetzung, wenn ich wieder komme. Das war dann aber schon um 2 Uhr früh oder was der Fall. Und sie war sehr rasch dann zu Ende. Wie sehr hat sie denn Josef Greiner, der Ältere, politisch
und persönlich beeinflusst und geprägt? Er hat mich sehr geprägt. Ich habe diese Eigenschaften von ihm, der sorgsame Umgang mit dem Geld, die Bereitschaft zur Offenheit und zum Hereinholen von Quereinsteigern, die ganz wichtige Eigenschaft von ihm, den politischen Gegner nicht als Gegner zu bezeichnen, sondern als politisch Andersdenkenden. Und dem muss man, wenn er ein anständiger Mensch ist, meinte Greiner, einen notwendigen Respekt entgegenbringen. Und man muss auch wissen, was man den anderen politischen Parteien zumuten kann. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und nur so war es möglich, dass die damals noch nicht so verteufelte Große Koalition funktioniert hat. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ich nehme an, dass Sie sehr viele Erinnerungen an den nicht despektierlich gemeint alten Greiner haben. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie den Namen von Josef Greiner dem Älteren hören? Zuallererst fällt mir ein, dass er der längst dienende Landeshauptmann der Steiermark in der Zweiten Republik war. Von 48 bis 71, also nicht weit weg von einem Vierteljahrhundert. Und Sie dürfen nicht vergessen, 1948, das habe ja auch ich noch nicht miterlebt, aber meine Eltern und Großeltern, da war Armut und 1971 war Wohlstand. Josef Greiner hat dieses Land von der Armut in den Wohlstand geführt. Das ist sein bleibendes Verdienst. Erzählen Sie ein bisschen, wie haben Sie ihn kennengelernt? Wie gut haben Sie ihn gekannt? Ich bin ja schon im September 1970, also als 18-Jähriger Sekretär der Jungen ÖVP geworden, 71 dann Landessekretär. Und ich kann mich gut erinnern, der damalige Landesobmann der Jungen ÖVP, Walter Heinzinger, leider auch schon lange tot, war später Generalsekretär des ÖVP und Abgeordneter zum Nationalrat, hat mich auf der Stiege zum Landhaus vorgestellt. Im Landhaus, im großen Landhaushof, war es ja damals noch so, dass die Autos geparkt haben, war voller Autos. Und der alte Greiner ist mit dem alten Chevrolet und dem Herrn Schellauf, sein legendärer Fahrer, gekommen, hurtig ausgestiegen und zufällig bin ich da mit dem Heinzinger hinauf und da hat mich Heinzinger dem Landeshauptmann vorgestellt. Ich war natürlich nervös, damals war das ja doch noch anders, ein Landeshauptmann, aber weit entfernt von so einem jungen Burschen. Und ich werde nie vergessen, er hat mir gesagt, ja, ich habe schon gehört von dir, schau den Leuten in die Augen, wenn du mit ihnen redest, schau ihnen aufs Maul, aber red ihnen nicht nach dem Mund und vergiss auf die kleinen Leute nicht. Das werde ich, solange ich denken kann, natürlich in Erinnerung haben. Was haben Sie an Josef Greiner, dem Älteren, besonders geschätzt und bewundert? Seine absolute Handschlagqualität. Der alte Greiner war auf seine Art, er war ja in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, ein Visionär, der konnte mit dem Arbeiter, der lächerne Stipfel haben manche gesagt, er war auch Landarbeiter, er war begeisterter Jäger, er war Steirer, glühender Europäer. Er hat schon Mitte der 50er Jahre einen regionalen Grenzverkehr durchgesetzt zum damaligen Jugoslawien. Er hat mit Jonas und Marschall Tito 1969 die Friedensbrücke zu Oberradgornja eröffnet von Radgersburg aus. Und er hat schon in den 50er Jahren davon gesprochen, wir wollen in der Neutralität nicht verhungern. Wir wollen an der wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen. Damals hat kein Mensch von der Europäischen Gemeinschaft, wie sie geheißen hat, und schon gar niemand geglaubt, dass wir dieser einmal als Europäische Union angehören. Also ein Mann, der aus dem Volk kommend am Ende seiner politischen Karriere Ehrensenator und Ehrenringträger aller damaligen Universitäten war und der wusste, dass das geistige Potenzial gestärkt werden muss, der aber auch wusste, wo es dem kleinen Mann sozusagen unter den Nägeln brennt. Das habe ich an ihm so geschätzt. Er war nicht einer, der Reden oder so selber geschrieben hat. Das war der Alfons Tropper, die hat er verlesen. Aber dann bei den Versammlungen abseits des Manuskripts,
Da war er unnachahmlich großartig. Jetzt ist Josef Greiner der Ältere seit einem halben Jahrhundert nicht mehr da. Er wurde mitten aus seinem politischen Leben gerissen. Von dem, was er damals initiiert hat, was wirkt denn heute noch entscheidend nach in der Steiermark? Das war natürlich insbesondere der wirtschaftliche Aufbruch. Das waren die Arbeitsplätze für eine breite Schicht von Menschen. Und das war seine Sorge, dass die Menschen gerechtes Einkommen haben. Das hat ihn beseelt. Es hat ihn aber auch beseelt, dass die Verwaltung, dass die Länder nicht verkrusten dürfen. Er hat ja gemeinsam mit dem Julius Raab, dem Bundeskanzler, die Neue Österreichische Gesellschaft gegründet. Das war damals schon so eine Art innerparteiliche Revolution, insbesondere in der ÖVP, weil er stets zu den Reformern gehört hat. In der ÖVP, er hat sich natürlich sehr immer gegen den sogenannten Zentralstaat gewandt, hat da ordentlich mitgemischt, aber insbesondere er war ein Europäer. Das muss man sagen, das war damals ja viel schwerer als heute. Heute sagen alle, Europa ist unsere Zukunft und Europa ist alternativenlos. Gibt es so etwas wie ein Vermächtnis des alten Josef Greiner? Ja, das Vermächtnis von ihm, das hat er uns einen Tag vor seinem Tod gesagt. Er ist ja am 27. November bei der Landeskonferenz der jungen ÖVP in Heideck aufgetreten. Wir haben am Sonntag, 28. November, die Konferenz fortgesetzt. Da haben wir dann am Vormittag erfahren, dass er in Allerheiligen bei Wildon auf der Jagd zusammengesunken ist. Es war ein früher Tod mit 68 Jahren, aber er hat sich einen solchen Tod gewünscht. Sein langjähriger Weggefährte Hans Vollmann, Nationalrat und Chef der Bauernversicherung, hat mir immer gesagt, wenn er einmal mit dem alten Greiner in einer ruhigen Stunde geredet hat, hat er gesagt, Hans, hoffentlich nimmt mich der Herrgott direkt und lasst mich nicht lang leiden, ich kann ja nicht liegen. Das hätte natürlich 10 Jahre später sein können, aber es war der Tod, den er sich gewünscht hat. Das Vermächtnis war damals, dass er in seiner Zusammenfassung gesagt hat, schaut immer auf die einzelnen Berufsgruppen, vergesst den Arbeiter nicht, den Gewerbetreibenden, ihr müsst zusammenhalten, aber er hat gesagt, auf den Bauernstand war immer Verlass. Wenn es drum und drauf angekommen ist, waren es die Menschen im ländlichen Raum. Das habe ich irgendwie als sein Vermächtnis empfunden. Und es passt ganz gut dazu, dass er im Anschluss an diese Konferenz ja in der Grazer Burg noch Leuten wie dem Josef Wallner oder dem Alfons Gorbach den Ehrenring des Landes verliehen hat. Und am nächsten Tag habe ich gut im Ohr, wie der alte Hans Koren, der 85 verstorben ist, gesagt hat im Fernsehen, ich komme gerade vom Fritz-Pregl-Weg, dort hat er gewohnt. Dort liegt im Steirerrock ein stiller Mann, gütig in seinen Augen, so als würde er fragen, was werdet ihr jetzt machen? Man muss aufpassen, dass man die Dinge nicht verklärt sieht, aber er war ein großer Steirer, Österreicher und Europäer. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Es gibt ein Politikum anlässlich des 40. Todestages von Josef Greiner dem Älteren im Jahr 2011. Und da habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden, das heißt, Josef Greiner dachte in jeder Hinsicht modern, aber nicht modisch. Wie ist das zu verstehen? Ja, er hat sich nicht nach dem Wind gedreht, aber er hat gewusst, dass sich die Gesellschaft verändert und dass man nicht mit Thesen der Vergangenheit die Jugend von heute gewinnen kann. Er ist ja ganz bewusst auch in Schulen gegangen, in Gymnasien gegangen, hat den jungen Leuten zugehört. Er ist ganz bewusst auch auf Sportplätze gegangen. Er war nicht der große Sportmann, aber er war bei der Formel 1, hat den Jochen Rindt gekannt und gern gemacht. Er war in der Grum unten, er war oben beim GRK, weil
er immer auch wissen wollte, wie die Leute denken. Und legendär sind ja seine Sprechtage, die er geführt hat, wo er halt mit allen zusammengekommen ist und damit immer gewusst hat, wie die Leute denken. Ein früherer steirischer Humorist, der Karl Banzenbeck, hat ja mal gesagt, der alte Greiner hat keine Nasen, der hat einen Wetzkopf. So groß war die Nase. Und da hat er die Witterung gespürt. Das hat man oder man hat es nicht. Da hilft einem auch das Studium nichts. Er hat es gehabt. Josef Greiner war ja auch der Erste, der es gewagt hat, die Landtagswahlen von den Nationalratswahlen abzukoppeln. Ich glaube, er ist recht gut damit gefahren. War das damals in Ihrer Erinnerung etwas, was völlig aus der Art geschlagen war, wo die Leute gesagt haben, was fällt dem da jetzt ein? Oder hat man im Vorfeld schon gemerkt, dass das einfach etwas ist, was der Greiner eben macht? Und wenn es der Greiner macht, dann hat er sicher Witterung aufgenommen und weiß, was er tut. Der alte Greiner hat, das hat mir mein politischer Ziehvater, der Franz Wegert, ja oft erzählt, der war ja sein Landesparteisekretär, wie man damals gesagt hat, der hat immer schon darauf geschielt, er will bei Wahlen nicht abhängig sein von denen da draußen in Wien. Und hat den Wegert 3 Monate nach Amerika geschickt. Der hat den Wahlkampf vom Eisenhower angeschaut und Wegert ist zurückgekommen und hat den, damals hat man gesagt, Hauptbezirksparteisekretären, den Parteiobleuten gezeigt, Werbematerial, Zünder, wo dann nichts oben gestanden ist von den Republikanern oder Demokraten, sondern nur von der Person. Und das wollte Wegert mit Greiner auch in der Steiermark einführen. Sie haben es eingeführt, es war ein einzigartiger, erfolgreicher Weg, aber am Anfang mit vielen Widerständen ausgestattet. Leider hat ja sein Sohn, heute noch der junge Greiner, obwohl er fast 20 Jahre älter geworden ist, das dann 1995 zusammengelegt. Das hat er später auch bedauert, aber das hat ja dann eigentlich auch zu seinem Rücktritt geführt. Wenn man Sie jetzt nach dem ominösen Tag im November 1971 fragt, was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie die Steiermark erlebt unter diesem Schock, den das Ableben von Josef Greiner dem Älteren sich ausgelöst hat? Es war eine Schockstarre für das Land. Das Land, ein Novembertag, ein grauer Novembertag. Wir hatten den zweiten Tag der Landeskonferenz. Am Rednerpult war der Generalsekretär der ÖVP, das war damals Herbert Kohlmeier. Und Walter Heinzinger und der damalige Chefredakteur der kleinen Zeitung. Das war ja eine Zeit, wo die Chefredakteure von großen Zeitungen noch persönlich anwesend waren, stundenlang, wenn die Jugend gestritten und diskutiert hat mit den Altvorderen sozusagen, weil die damals auch Ausschau gehalten haben, wer von den Jungen könnte denn da Zukunft haben. Gibt es ja heute leider nicht mehr. Aber Heinzinger und Jocklich sind zum Telefon gerufen worden, hat ja kein Handy gegeben. Und die sind, in Heideck ist also eine große Glastür, die sind über diese Stiegen runtergekommen, über diese Steinstiegen und wir haben rausgeschaut. Ich habe gewusst, es muss was Schreckliches passiert sein. So haben die reingeschaut, die sind reingekommen. Der Obmann der jungen ÖVP Steiermark, Walter Heinzinger, hat mit bebender Stimme Kohlmeier unterbrochen, hat gesagt, es mögen alle aufstehen und hat gesagt, es ist etwas Fürchterliches über die Steiermark hereingebrochen. Der Landeshauptmann Greiner ist tot. Wie haben sich die nächsten Tage dann abgespielt? Sie haben von einer Schockstarre gesprochen. Wie ist das zu verstehen? Wie kann man das im Nachhinein betrachten? Da gibt es für mich 2 Dinge zu sagen. Das erste, das wird das Land in dieser Form nicht mehr erleben. Josef Greiner war ja, weil er als amtierender Landeshauptmann verstorben ist, im Weißen Saal der Grazer Burg aufgebahrt. Und er hatte dann ja unausgesprochen ein Staatsbegräbnis. Da waren ja Tausende und Abertausende Leute, die sich zunächst hier im Burghof dann über die Herrengasse versammelt haben. Der Bundespräsident Jonas war anwesend und, und. Es ist für mich unvergesslich,
wie da die Leute, vielleicht erinnern die heutigen Corona-Schlangen ein bisschen daran, in Schlangen bis hinüber zum Freiheitsplatz gestanden sind, um über die Stiege hierauf zu kommen und sich vom Greiner zu verabschieden. Da war der Holzknecht genauso dabei wie der Herr Universitätsprofessor und die Frau Kommerzialrätin genauso wie der Beamte des Landes. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie beliebt er war, dann wäre es das gewesen. Das, was uns damals natürlich sehr beschäftigt hat, ist, wie kann es überhaupt weitergehen? Damaliger Landesparteisekretär der SPÖ, Walter Gratsch, hat gesagt, die Steiermark ist reif für einen roten Landeshauptmann. Wir hatten ja bei Nationalratswahlen unter Kreisky immer eine satte Mehrheit, auch in der Steiermark, für die SPÖ. Und beim alten Greiner und später beim Niederl, das wussten wir damals noch nicht, satte Mehrheiten bei Landtagswahlen. Das war das eine. Das andere war natürlich, es hat in diesen Tagen bis hin und bis sogar nach dem Begräbnis natürlich Debatten gegeben innerhalb der ÖVP. Ja, hat er sich bei dieser Landeskonferenz der jungen ÖVP zu viel geärgert, haben ihn die zu sehr aufgeregt. Denn Widerspruch gegenüber der Parteispitze war damals natürlich weniger gefragt. Sie dürfen nicht vergessen, die Jugendorganisationen waren ja damals so ein bisschen die Frechen in der Partei. Da hat es noch keine Grünen gegeben, da hat es noch keine Neos gegeben, da hat es ja verschiedene Parteien noch nicht gegeben. Da war eine Volkspartei, eine SPÖ, die waren ganz klar voran. Und dann hat es eine FPÖ gegeben, die relativ wenig gehabt hat, aber immer im Landtag oder Nationalrat vertreten war. Und wir haben halt Jugendparlamente gemacht, wir haben die Agrarpolitik, die Wohnungspolitik auf den Prüfstand gehoben. Das waren schon auch Auseinandersetzungen. Aber wer Greiner wirklich kannte, wusste, dass er von solchen Veranstaltungen, wo er auch kritisch gefragt wurde, eher gestärkt hervorgegangen ist, unter dem Motto, heute habe ich den Jungen wieder reingesagt. So war es auch damals. Wie sehr hat Sie Josef Greiner der Erste persönlich geprägt und wie sehr beeinflusste vielleicht Ihre Auffassung der Rolle als Landeshauptmann der Steiermark? Man kann die damalige Zeit mit der heutigen nicht vergleichen. Wie gesagt, zum Landeshauptmann hat man damals aufgeschaut. Vergessen Sie nicht die Rolle der Medien. Heute hat man auf Knopfdruck alles. Früher war das ja nicht so. Wenn der Landeshauptmann wo war, hat sich das irgendwie herumgesprochen. Heute ist das auch noch immer beliebt, aber nicht so sensationell. Ich würde nicht mich mit ihm vergleichen können, denn er hat in einer der schwierigsten Phasen des Landes dieses Land geführt. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir haben die höchste Forschungsquote, das ist auch gut. Wirklich beeinflusst im Denken und im Arbeiten hat mich eher sein langjähriger Weggefährte, das ist dann ja auch ein bisschen auseinandergegangen, Franz Wegert, zu dem ich in der Folge als Sekretär des ÖAB gekommen bin. Und zwar in einer Zeit, wie er den politischen Zenit überschritten hat. Das heißt, er wollte nichts mehr und hat mir großen Raum der Entwicklung gegeben. Aber ich möchte weder den alten Greiner, schon gar nicht den Wegert, auch nicht Niederl, vor allem auch den sogenannten jungen Greiner und die Walter Klasnik missen, auch nicht Franz Hobes. Könnte heute jemand, der einen derart einfachen Hintergrund hat, wie ihn Josef Greiner der Erste hatte, noch so etwas erreichen? Ist es in Zeiten wie diesen noch möglich? Alles ist möglich, nichts ist fix. Ich habe diese schwere Jugend wie er nicht gehabt, aber ich habe als Jahrgang 52 natürlich im Elternhaus auch noch miterlebt, wie das ist zwischen oben und unten. Ich bin ja auch ein Kind eines Arbeiters und einer Hausfrau, die den Schilling damals dreimal umdrehen musste, bevor sie ihn einmal zur Hälfte ausgibt. Das muss man immer im Kopf haben. Das ist etwas, was mir auch für die Zukunft Sorge macht. Wie erklären wir jungen Menschen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand nicht auf Dauer gepachtet sind, sondern dass ich morgen wieder die Flüchtlinge hier haben kann, dass ich die Amokfahrt habe, dass ich die Epidemie habe. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wir haben die LKK zur Bürgermeisterin gewählt.
ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, denn Siegfried Nagel hat die Stadt enorm entwickelt. Aber sie ist halt auch eigentlich ein Kind aus der Triester Siedlung. Und der Vater war Schlosser, ärmlichst aufgewachsen. Es zuckt einem schon zusammen, dass sie Kommunistin ist, aber die Wählerinnen und Wähler haben immer recht. Und es ist schon auch ein Beispiel dafür, auch in der heutigen Zeit ist das nicht ausgeschlossen in der Politik, dass man auch sozusagen durch die Matura des Lebens Karriere macht. Sehen Sie aufgrund dessen, dass Sie ja auch aus sehr einfachen Verhältnissen kommen, eine gewisse Parallelität zwischen sich und Josef Kreimann? Das hätte er sich nicht verdient, dass ich mich mit ihm vergleiche. Er war ein großer Landeshauptmann in der schwierigsten Zeit des Landes. Aber ich sehe keinen Nachteil, wenn man in einer solchen Funktion tätig ist und weiß, wie es den Leuten geht, die materiell nicht alles haben, was vielleicht eine größere Schicht hat. Herr Landeshauptmann, ich bedanke mich für Ihre Erinnerungen an einen der größten Politiker, die dieses Land je hervorgebracht hat, an Josef Kreiner, den Ersten. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke.